hat mit 4 zu 1 vom Platz geschickt, nach Hause geschickt und jetzt wartet schon der nächste Gegner auf uns. Das ist der FC Schalke 04. Und hoffentlich können wir den Spielspaß, den Bayern letztes Spiel gezeigt hat, in dieses Spiel auch wieder mitnehmen. Ja. So. Da das letzte Mal auch so gut funktioniert hat, motivieren wir nochmal die Bayern. Und er sagt natürlich wieder das Gleiche, aber. Wir spielen jetzt mal mit der gleichen Mannschaft wieder. Ja, doch. Spielen mit der gleichen Mannschaft wieder. Und dann würde ich sagen, go, go, go. Go, go, go. Ach, nicht getroffen. Nicht getroffen. Auch nicht. Aber ich bring's nicht fertig, sowas. Ich kann sowas einfach nicht. So, jetzt. Das lasse ich natürlich und rede diesmal kein Wort dazwischen. Der Traumstart für diese Mannschaft. Wenn man die Meisterschaft oder wenigstens eine Top-Platzierung anstrebt, dann sind die bisherigen Ergebnisse schlicht und ergreifend nicht akzeptabel. Da muss jetzt was kommen. Diesmal spielen wir übrigens auswärts. Tabelle sieht folgendermaßen aus. 6er ist der FC Bayern. Und Schalke 04 ist gar nicht da zu sehen. Bei denen läuft irgendwie nicht so gut. Ja, 4-4. 4-5-1 ist das. Sollen die so spielen, wie sie wollen. Wir spielen jetzt mit 4-4-2. Starke 4. Und dann große Atmosphäre bei so einem Spiel. Das ist natürlich immer. Ich liebe das Spiel. FC Bayern gegen Schalke. Und da haben wir gleich den Ball erobert. Sehr schön. Jawohl, nehmen wir noch den Freistoß mit. Den bringen wir wieder irgendwie rein. Mal gucken, ob es was bringt. Nein, nicht so wirklich. Ach du Scheiße. Da steht da gar niemand mehr. Bloß neuer. Gut, naja, will das Spiel schnell machen. Bastian Schweinsteiger, vollkommen frei. Schade. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat, und so ganz einfach war das eben nicht. Jetzt also die kontern hier auf alle Fälle sehr, sehr stark irgendwie. Ja, das beziehungsweise wir stehen schlecht. Aber wir haben den Ball. Und Sicherheit. Gut. Philipp Lahm da oben. Kann er jetzt mal Robben schicken. Und der läuft auch. Oh, immer im letzten Moment. Hünteler. Nein, er fällt jetzt nicht hin. Er bleibt auf den Beinen. Und die Schalker holen sich den Ball. Er
will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? So sieht ein Pass aus. Und Achtung, der könnte passen. Irgendwie, aber es geht nicht ganz so locker. Flockig von Starten und Schalke führt. Huntela 1:0, 23. Minute. Das ist jetzt schade, das ist jetzt wirklich schade. Wir haben nicht schlecht gespielt die ersten Minuten. Zwar nicht so gut wie gegen Stuttgart, aber wir haben nicht schlecht gespielt. Na gut. Wir haben ja noch genügend Zeit. Gomez hat sich sehr schön freigelaufen. Ja, da kommt was auf uns zu. Das gibt es nicht. Fängt das wieder so an. Natürlich muss man auch dazu sagen, VfB Stuttgart hat sie natürlich auch bei jedem der Tore, die geschossen haben, extrem auskontern lassen. Machen die Schalke jetzt hier nicht? Nee, die stehen gut. Wir lassen uns hier auskontern. Gomez, du kannst gar nicht so schnell gucken und da steht er schon wieder richtig vor dem Tor. Ein sehr schöner Pass. Souverän geklärt. Oh, irgendwie geht er da wieder durch. In der Mitte, wo sich sonst alles knubbelt, da ist es jetzt. Und da kommt der Gegner an den. Zuerst mal Sicherheit jetzt gewinnen. Nicht wieder 2:0 kassieren, sonst haben wir wieder gar keine Chance. Ribéry. Und die Schalker holen sich den Ball. So, jetzt. Sehr schön. Sehr schön. Das war klasse gespielt. Das nicht. Der Schlenker war noch gut, aber das ist danach war nicht mehr gut. Luis Holtby. Ja, da hoffen wir aber, dass heute Abend nicht so läuft gegen Schalke 04. 2:0. Neustädter, 45. Minute, 2:0. Gut, das war vernichtend. Schade. Jetzt habe ich gedacht, den Schwung von Stuttgart können wir mitnehmen, aber... nicht mal mehr einen Ball können erhalten. Und der kommt genau an. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Und jetzt hat der Schiedsrichter der erste 2:0. Da ist längst nicht alles so gelaufen, wie man das vorher erwartet hat. Ja, gut. Und die Abwehr, Buschi, die wird auch. Die Saison ist noch lang, aber es sind wieder zwei Gegentore auch. Ja, unfassbar. Sind hier nur keine Punkte, es sind noch zwei Gegentore. Das ist wieder für einen Vergleich. Unglaublich, aber er passt hundertprozentig. Was für uns schon wieder gelb? Für was denn jetzt? Für das teilt er immer gelb aus. Das ist ja schon wieder der gleiche Scheiß-Schiri wie vorhin schon. Gut, aber Dante müssen wir dann runternehmen in dem Fall, weil Verteidiger mit Gelb vorbelastet, das ist nicht schön unbedingt. Also irgendwie habe ich jetzt, ist schon wieder so ein Spiel, wo die bloß gegen uns pfeifen. Wir wechseln jetzt auch mal aus da.
bevor nur einer rot sieht. Dante gegen Boateng. Und dann kann noch Gustavo für Schweinsteiger kommen und oben nehmen wir mal runter für Shaqiri. Und dann hoffen wir, dass die den jetzt nicht verwerten. Ansonsten sind wir ganz fertig, dieses Spiel. Ein frischer Mann soll mit dazu beitragen. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Da kann ich den Trainer voll verstehen. Er nimmt ihn runter, weil er schon eine gelbe Karte gesehen hat. Der geht daneben. Philipp Lahm. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Komm da nicht vorbei. Da gibt's gar nichts. Das sieht gut aus. Auf rechts sieht es vielversprechend aus. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Das sieht sehr gut aus, wie die drauf sind in dieser zweiten Halbzeit. Trotzdem wechselt der Coach nochmal aus. Er bringt einen frischen Mann. Jetzt ist der Punkt. Puh. Eine fatale Chance. Knapp. Ja, aber er trifft den Ball auch überhaupt nicht richtig. Also, das ist einfach keine gute Schusstätigkeit. Müller. Sie spielt sich den Ball zu wie im Training. So, das war jetzt mal wieder schön. Und wenigstens das 2 zu 1. Und diesmal ein bisschen früher, also wir haben noch Zeit. Da schauen wir nochmal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier nochmal ganz deutlich Money für den Keeper. Macht Shaqiri klasse. Hebt den Ball nur noch kurz an. Und Gomez kann den locker einköpfen. Voll mit der Stirn getroffen, wunderbar platziert. Keine Chance für den Keeper. Oh, da muss der Pass sitzen. Wenn die schon mal so ungeordnet sind. Der muss sitzen. Gucken wir uns mal die Ballbesitzstatistik an. Muss das aber natürlich alles schneller gehen, mal auf offensiv schalten wieder hier. Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Stark. Oh Gott. Achtung, lässt. Jetzt kommen wir da wieder nicht an den Ball, das gibt's doch gar nicht. Los, Ribéry, renne doch! Er ist langsam auch Knülle wahrscheinlich. Scheiße! Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Ribéry. Toni Kroos. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ribéry. Na, nicht da. Geklärt. 87. Minute, es wird wieder knapp. Ein wunderschönes Zuspiel. Und da ist es! 2 zu 2. Jawoll! Ja! Mario Gomez, 90. Minute, 2 zu 2. Wenigstens das noch. Wenn wir Glück haben, läuft es noch ein bisschen. Oder auch Pech. Nein, scheiße. Moritz. Und Achtung, genau hingeschaut. Haben wir noch eine Chance? Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Haben wir noch, haben wir noch, haben wir noch. Scheiße, nein, gut. Das wäre es jetzt noch gewesen, Alter.
Aber 2 zu 2, damit können wir, glaube ich, leben. Spannendes Spiel auf jeden Fall, ja. Sogar ungefähr die gleichen Zeitabstände. Bloß halt in der zweiten Halbzeit. Ja, gut. Erste Halbzeit wieder versagt und zweite Halbzeit war dann wieder besser. Oh, 9-9 kriegt Gomez. 9-9. Das ist jetzt bald das Maximum. Ist, oder gibt es da 10 oder gibt es bloß bis 9-9? Gut, keine Ahnung. Spielt ja auch nicht unbedingt die große Rolle. So, also, aber auf jeden Fall würde ich sagen, beenden wir die Folge hier wieder. Wir sehen uns. Ja, klar. Wir sehen uns zur nächsten Folge, dann geht's wieder weiter mit der Champions League oder hier im FIFA Champions Cup genannt. Und viel Spaß euch. Bis dahin. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und bis bald, euer Atze Joker.